Hallo Leute, heute gibt es Teil 2 meiner Anrufe aus dem Kuriositätenkabinett in Absurdistan. Ich bin der Callcenter-Crasher. Zum Ende könnte es sein, dass es mal etwas härter zur Sache geht. Das nur als Warnung für empfindliche Gemüter. Und nun viel Spaß dabei und wie könnte es anders sein, geht's auch heute nach dem Intro los. Hallo? Hallo. Hallo, Thomas Hamadzik. Ist das richtig? Nein. Hadamzik. Hadamzik ist richtig. Wie bitte nochmal? So wie es gesagt wurde, Hadamzik ist richtig. Okay, gut. So, Entschuldigung bitte nochmal. Mein Name ist Benjamin und ich rufe von Handelsplattformen. Sie haben sich bei uns beworben. Ist das richtig jetzt, oder? Das weiß ich ja nicht. Woher soll ich wissen, von welcher Handelsplattform Sie anrufen? Ja, unsere Handelsplattform ist Investreich Trade. So, wir hatten Interesse, handeln mit Rohstoffen, ja, mit Aktien von großen Unternehmen und Händel? Noch mit Forex. Ist das richtig? Was Händel, heißt Händel? Händel? Nee, Händel kenne ich. Was ist das für ein Wort? Das kenne ich leider nicht. А что у нас по погоде, блядь, будет? Это уже все, типа, блин, дубаки, типа, блин, так... О, ебать, завтра, послезавтра дождь. Алло? 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 Ich musste Sie eine Stunde, glaube ich, anrufen, das ist schon ein bisschen länger als eine Stunde. Ja, also eine Stunde ist schon lange, lange vorbei. Genau. Ja, warum sind Sie nicht pünktlich? Und? Passiert, ich habe auch andere Telefonate. Ja, dann sagen Sie doch nicht Stunde. Okay, und was wollen Sie jetzt? Ich will von Ihnen gar nichts. Ich wollte nur gucken, ob Sie die Seite angeschaut haben und ob Sie sich hier kurz informiert haben. Das war's. Mehr will ich nicht von Ihnen wissen. Ja, habe ich informiert. Und okay. Wie sieht das aus? Wollen Sie. Ja? Wie? Sie wollten sich doch nur informieren. Ja, habe ich gesehen. Alles klar, danke. Bis nächstes Mal. Tschüss. Sagen Sie mir, möchten Sie die Aktivierung durch Online-Banking machen oder Kreditkarte, Herr Blitzbleiter? Ja, erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Ja, also Herr Blitzbleiter, wir sind eine Online-Handelsplattform und befassen uns mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Also von unserer Seite bekommen Sie auch einen kostenlosen Broker. Der wird Ihnen von Kauf bis Verkauf begleiten, die Positionen auf der Börse zu öffnen und zu schließen. Es werden 1 bis 2 Positionen pro Tag offen geschlossen. Sie haben aber auch 2 Möglichkeiten mit einem automatischen Roboter zum Handeln. Das heißt, das wird dann automatisch gehandelt. Ja, gut, aber das... Also unsere Broker bekommen die ersten Handelssignale von der Börse aus und unsere Broker wissen schon im Voraus, wann kann er in Position auf der Börse zu offen und zu schließen. Woher wissen die das? Wir erhalten Handelssignale von der Börse aus. Von der Börse erhalten Sie Handelssignale? Von welcher Börse? Genau. Von unserer Börse. Also welches ist denn unsere Börse? Wir arbeiten mit Londoner Börse und Frankfurter Main Börse. Ah ja, und nicht mit Stuttgarter Börse, mit der nicht? Mehr der nicht. Mit der nicht. Okay, gut. Ist schon mal prima. Und was für Signale erhalten Sie? Von wem genau? Also, das bekommen unsere Broker. Ja, und von wem? Für weitere Informationen können Sie auch mit dem Broker besprechen. Ja, gut, prima. Dann verbinden Sie mich mal mit dem Broker. Den Broker werden Sie erhalten, wenn Sie das Handelskonto aktivieren werden. Ach, ich muss erst aktivieren, heißt was? Das Handelskonto aktivieren. Also ja, was heißt das? Also, Sie können das Handelskonto ab 250 Euro aktivieren. Das haben Sie schon auf die Werbungsseite gesehen. Ja, ich habe mehrere Werbung gesehen. Ich habe mich auch auf mehreren Seiten eingetragen. Welches war jetzt Ihre Plattform? Das war mit dem Bitcoin-Code 2. Ja, können Sie... bei der Werbungsseite. Ja, ich habe, wie ich gerade gesagt habe, habe ich mich auf mehreren Seiten registriert.
Welches war jetzt Ihre Plattform genau, dass ich mir die nochmal ansehe? Also unsere Plattform heißt Allianz Market Group. Aber die Werbungsseite, wo Sie Ihre Daten eingetragen haben, das war auf eine Bitcoin-Kurz-Werbungsseite. Ja, gut. Aber also Allianz, wie können Sie das mal buchstabieren? Ja, Anton Ludwig, Ludwig Ida, Anton C. So schnell kann, so schnell. Ja, können Sie es noch ein bisschen schneller machen, damit ich gar nicht mitkomme? Anton. Ja. Anton Ludwig Ludwig. Genau. Ida. Anton. Nordpol. Cesar Emil. Martha. Anton. Richard. Konrad. Emil. So. Warum ist sie denn raus? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Helen Bauer. Spreche ich mit Herrn Vorreiter, ja? Ja. Herr Vorreiter. Was machen Sie denn da mit Ihrem Telefon? Man hört Sie kaum. Bitte? Ich höre Sie schlecht. Ich höre Sie schlecht. Hallo. Also, hallo, ich höre Sie gut. Hören Sie mich jetzt, besser? Jetzt besser, ist es sehr laut bei Ihnen. Nein, nicht laut. Doch, es ist laut bei Ihnen, sage ich doch. Ich höre es doch. Okay, ist es so okay? Nein, es ist immer noch sehr laut bei Ihnen. Es hat sich an der Lautstärke nichts geändert. Also, ja, wir sprechen gleichzeitig. Alle unseren Agenten sprechen gleichzeitig und deshalb ist es so laut bei uns. Mhm. Okay. Also, Sie haben von mir also unser aktuelles Angebot bekommen und meine Frage ist, ob Sie wirklich Interesse haben oder nicht. Grundsätzlich schon, ja, aber Sie haben ja über Ihre Firma noch gar nichts gesagt. Also, ich habe Ihnen also Link abgesendet. Also, haben Sie von mir bekommen, Link zu unserer Website? Ja, schon, aber da steht ja über Ihre Firma gar nichts drin. Doch, das stimmt nicht. Doch. So, was? Die ganze Information können Sie unter diesem Link finden. Okay, gut. Wo sehe ich denn, wo ist der Sitz dieser Firma? Also Hauptsitz ist in London. In aber London? Wir haben mehrere Niederlassungen. Nee, das interessiert ja gar nicht. In London. Haben Sie mal die Adresse für mich? Ich kann Ihnen senden, ja. Nö, können Sie mir einfach sagen. Ich habe Sie jetzt gerade am Telefon. Nein, das ist unmöglich, weil warum? Ich im Moment... weil ich, kennen Sie die Adresse nicht, an der Sie arbeiten? Das ist Online-Plattform. Ja, aber eine Firma hat auch eine Adresse. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ja, genau. Unser Hauptsitz. Brauchen Sie die genaue Adresse? Richtig, unter anderem. Okay, dann schicke ich Ihnen sollen Sie mir sagen, auch wenn Sie schlecht Deutsch sprechen, können Sie mir Ihre Adresse doch sagen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Vorreiter? Ja. Sehr schön. Und Sie sprechen mit Emily Forza. Ich melde mich wegen Ihr Interesse mit Online-Handeln. Ja. Ja, also, wie ich in meinem System sehe, Sie haben mit 1G Profit System registriert. Mit was bitte? Also die automatische Handelsrobotsystem. Was habe ich gemacht da? Sie haben mit automatisches Handelsrobotsystem registriert.
okay, im Online. Gut. Und ich bin Ihre Kontoberaterin und mein Job ist Ihnen mit die Kontoaktivierung helfen und mit ein paar Sachen informieren. Mit die Kontoaktivierung? Ja. Sie meinen mit der Kontoaktivierung? Ja, mit der Kontoaktivierung. Okay. Gut, und von welcher Firma sind Sie? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Justus Freimuth mit mir. Ja. Mein Name ist Julia Kuba und ich habe eine Anfrage auf der Handelsplattform Bitcoin Profits Way hinterlassen. Und mein Kollege hat schon mit Ihnen gesprochen. Also, Sie möchten unsere Lizenznummer bei FCA, richtig? Richtig. Okay. Benutzen Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Nein. Okay. Brauchen Sie die WhatsApp-Nummer, um Ihre Lizenz? Ach nee, wollen Sie schon nicht mehr? In Ihre Registrierung in Online-Handeln. Ja. Ja, also ich bin ja Kontoberaterin und mein Job ist Ihnen mit Kontoaktivierung helfen. Okay, dann helfen Sie mal. Ja, also Amersdans, ist das Ihr erstes Mal oder? Bitte was? Ich verstehe. Sie nuscheln ein wenig, ich habe es nicht verstanden. Ist das Ihr erstes Mal oder haben Sie Erfahrung im Finanzmarkt? Im Finanzmarkt nicht, nein. Ich habe nur ein bisschen was darüber gelesen. Okay, dann wie Sie in unserer Werbung gelesen haben, Sie haben mit in automatischer Handelsrobotsystem registriert, welcher braucht keine Kontrolle von Menschen, arbeitet ganz automatisch mit mathematischer Algorithmus und macht keine Pause, arbeitet ohne Risiko. Auch nach Kontoaktivierung von unserer Seite, Sie bekommen einen Finanzberater, das ist eine Person mit mehr als 10-jähriger Erfahrung im Finanzmarkt und diese Person ist verantwortlich auf Ihre Gewinne. Die wird Ihnen Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Konto geben und dann mit ganzen Möglichkeiten über Finanzmarkt informieren. Und auch über Ihr Gewinne. Ich meine, diese Person wird erklärt, woher Ihr Gewinne kommt und warum ist so viel. Auch Sie werden 2 Wochen als Testzeit, also Probezeit haben, weil Sie brauchen alles mit Ihren eigenen Augen sehen. Und wenn Sie sehen, was Robotsystem und Finanzberater für Sie macht, dann entscheiden Sie, wollen mit uns weiterarbeiten oder nicht. Jetzt haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, wie kann man denn jetzt genau Geld verdienen bei Ihrer Firma? Also wie ich Ihnen gesagt habe, die Robotsystem arbeitet automatisch. Ja, und mit was handle ich bei Ihnen denn? Mit was wird dann gehandelt bei Ihnen? Das weiß ich ja, das haben Sie ja gar nicht mit einem Wort erwähnt. Nochmal bitte. Mit was wird bei Ihnen gehandelt? Das haben Sie bis jetzt mit keinem Wort erwähnt. Mit Ihr investiertes Geld. Ach, das ist ja klasse. Und natürlich, mit was? Das ist Minimum 250. Hallo! Einfach mal ausreden lassen. Mit was wird gehandelt? Dass mit meinem Geld gehandelt wird, ist klar. Mit welchen Produkten wird gehandelt? Mit Bitcoin. Nur mit Bitcoin. Ja, genau. Weil also, Sie haben in Bitcoin näher registriert, wie ich in meinem System sehe. Bitte, was habe ich? Sie haben in unserem Projekt Bitcoin näher registriert. Das sagt mir gar nichts. Der Name sagt alles. Nee, das sagt mir gar nichts. Bitcoin näher sagt mir nichts. Ich habe bei Equity Experts mich angemeldet und ich bei Bitcoinea. Hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo. Also was denn? Sie haben richtige Plattform und richtige Handelssystem. Sie handeln mit Bitcoin
wie ich Ihnen gesagt habe, und automatische Handel und Robotsystem macht die automatische Gewinne für ihn und sie wird bei alles von ihr Finanzberater informiert. Ja, aber Sie haben gesagt, ich hätte bei Bitcoinea. Nein, das habe ich ja nicht. Ich habe mich bei Equity. Ja, lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Also dieses ständige Dazwischenreden. Ich habe mich bei Equity Experts angemeldet. Was ist Bitcoinea? Weiß ich nicht. Sagt mir nichts. Bitcoinea ist die automatische Handelsrobotsystem. Ach so. Das ist ein Projekt, welches Sie bekommen von unserer Seite. Okay, gut. Das war ja noch nirgendwo zu lesen. Woher soll ich das dann wissen, wenn Sie so mit Fremdwörtern um sich werfen? Also Bitcoinea ist der Handelsroboter, richtig? Bitcoinea ist ein Projekt und Bitcoin ist eine Kryptowährung, wie Sie wissen. Ja, und wie heißt jetzt der Handelsroboter? Und wenn Preis von Bitcoin hallo? Ist hochgestiegen, hallo? Damit Sie hallo? Ja, haben hallo. Sie, haben, Sie meine, haben Sie meine Frage verstanden? Ja, und ich antworte es. Ja, gut, dann sagen Sie mal, wie heißt der Handelsroboter? Bitcoinea. Ah, ich denke, das ist das Projekt, haben Sie gerade gesagt. Was denn jetzt? Ist es der Handelsroboter oder ist es das Projekt? Das Gleiche. Ach, das ist das Gleiche. Gut. Und was kann man da verdienen? Hallo? 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 Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, warum melden Sie sich denn nicht? So, spreche ich gerade mit Hartmut Sienrecht, ja? Bitte, wie ist der Nachname? Sienrecht. Siebrecht. Sienrecht, okay. Sie können scheinbar nicht gut lesen. Okay. Hey, hör mal zu, du. Hey, hör mal zu, du Schwanz, du. Der dumme Betrüger. Hey, hör mal zu, du Wichser. Ich lach dich aus. Wieder ein dummer Betrüger, der nicht lesen kann. Sortier doch erstmal deine Worte, lern doch erstmal Deutsch. Kauf die Tüte Deutsch. Ollum, lern Deutsch, Ollum. Ollum, sie kann Mama nach ihm. Oh, hol uns so, hör mal zu. Sie kann Mama nach ihm. Kannst du denn nicht noch andere Worte? Komm, gib dir mal Mühe. Ja, genau. Sag doch mal andere Worte. Beleidige uns doch mal auf andere Worte. Nun los. Hör mal, du sollst dein Mikrofon nicht in den Mund stecken, du sollst es nur vor dem Mund halten. In deinen Arsch. Oder in den Arsch. Macht wahrscheinlich bessere Geräusche. Ey, Betrüger, sag mal, darf ich was fragen? Wo bist du gerade? Türkei? Albanien? Wo bist du? Ich bin gerade in Berlin, Stuttgarter Platz, Charlottenburg, Nummer 65. Ja, ja, natürlich. Ja, klar, na klar. Ja, genau. Ich bin ein Mensch, ich hab du bist kein Mensch, nein, du bist ein Tier, du bist ein dummes Tier. Du bist ein ganz, ganz dummes Tier, du bist kein Mensch. Halt mal so schnell. Halt mal so du Scheiße, du. Wo bist du? Hör mal zu, du Hurensohn, schreib mal. Nimm mal die Kugelschreiber oder schreib mal in Google. Ich komme dahin. Stuttgarter Platz, Nummer 75, Hotel Atrium, Nummer von Zimmer 17. Hurensohn, Bastard, wenn du kommst du nicht. Soll ich kommen? Ich warte auf deine Gesicht, ich sehe dich, wer du bist, Hurensohn. Du hast doch keine Eier zum Kommen, du Bastard. Ich werde dir deine Knie einbrechen, du kleiner Krimineller, du Bastard. Ich bin der größte Betrüger, ich hab die ganze Deutsche euch gepickt. Du weißt gar nicht, wie du dich anlegst, mein Freund. Du bist der dümmste Betrüger. Du bist der dümmste Betrüger von allen. Du bist der dümmste Betrüger von allen. Du bist der dümmste Betrüger. Du kennst das mit dem Wort noch nicht, das heißt dümmste Betrüger.
Hurensohn. Du bist der dümmste. Ja, das kennen wir ja auch schon. Mach mal ein bisschen Fantasie. So, mach doch mal. Herr Siebrecht. Herr Siebrecht. Ja, welches Zimmer? Welches Zimmer bist du? Papa und welches Zimmer bist du? Ich komme. Welches Zimmer bist du? Ich komme. Du lernst deine Mutter und deine Papa bei Asyl, du Hurensohn. Was für eine Mensch bist du? Ey, dein Zimmer, wo bist du? Sag mir das Hotel, Atrium Hotel. Atrium Hotel in Berlin, Charlottenburg, Berlin, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstraße, Nummer 75. Ja. Du hast gesagt, Stuttgarter Platz gerade eben, du Idiot. Du hast Stuttgarter Platz gesagt, du Vollidiot. Ja, weißt du nicht, wo du bist? Platz, ja, wo bist du jetzt? Platz, Stuttgarter Platz Nummer 75. Polizei, bitte kommst du zu mir. Ich spiele euch. Alter, ich komme nicht mit Polizei. Ich komme alleine. Weißt du, was ich mit dir mache? Weißt du, was ich mit dir mache, du kleiner Wichser? Nur meine ich brauche keine Bullen. Ich komme ohne Bullen. Du wirst nie wieder telefonieren, du kleiner Bastard. Du kleiner dreckiger Bastard, du. Mein Name ist dumm. Deine Name ist dumm. Deine Name ist dumm. Natürlich, das wissen wir. Deine Name ist Betrüger. Ja, genau. Betrüger. Vorname Dummer, Nachname Betrüger. Richtig, du bist ein dummer Betrüger. Name ist Betrüger. Und ein dummer Betrüger, das ist das Schlimme. Ja. Du bist ja selbst zu blöd zum Du bist sogar zu blöd zum Hey, rede mal nicht dazwischen. Rede mal nicht dazwischen, du Penner. Du willst dich unterhalten? Hurensohn. Mehr kannst du nicht. Du bist so dumm. Du kannst kein Deutsch. Du kannst gar nichts. Du kannst nur betrügen. Du bist ein elendes Stück Scheiße. Weiß deine Mutter, dass du betrügst? Weiß sie das? Natürlich. Das ist die ganze Familie. Die sind alle Betrüger. Weiß deine Mutter, dass du Betrüger bist? Dass ihr Sohn ein kleiner krimineller Bastard ist? Weiß deine Mutter das? Ich fick deine Mutter. Ach ja. Ich fick deine Mutter. Wie denn ohne Schwanz? Ja. Ohne Schwanz kann man nicht ficken. Ja. Du hast doch keinen Schwanz. Willst du meine Schwester auch ficken? Ja, ja. Meine Schwester, willst du sie auch ficken? Hör mal zu, du Hurensohn. Ach, jetzt auch nicht schon wieder Hurensohn. Kannst du keine anderen Worte? Du bist so fantasielos. Was für eine Worte wollen Sie? Ja, komm, beleidige uns doch mal auf andere Arten. Was? Ja, mach doch mal. Du hast doch Fantasie. Ja, na los, dann mach doch mal. Na los, los, komm. Ja, komm, los, beleidige doch mal ein bisschen. Du kleiner Bastard. Und, ja, mehr kann er nicht. Nummer, ne? Mehr kann er Wenn nicht. Du ein Mann bist, dann gibst du deine Handynummer. Ich rufe dich per WhatsApp an. Dann sehe ich deine Drecksfresse. Hallo, hallo. Ist der dumm. Ist das geil. Wieder mal die dümmsten Betrüger des Tages. Hör mal zu, deine Hör mal zu. Ich bin dummer Betrüger, ja, du bist dummer Betrüger. Ja, Hurensohn, der lernt immer noch nichts dazu. Ey, du Spasti, Atrium Hotel, das ist Prager Platz, nicht Stuttgarter Platz, du. Ja, Stuttgarter Platz, Stück Scheiße. Nein, eben nicht Stuttgarter Platz. Du, da bin ich. Nicht, du bist so doof. Du bist so doof, du hast sogar zu doof, die Adresse zu lesen. Mein Gott, du bist so dumm. Du kannst nicht mal lesen. Du kannst nicht mal lesen, du kannst gar nichts. Du bist so ein elendes Stück Scheiße. Ja, ja, du hast keine Haare. Große Schuhe mit Kacke. Auf sowas steht er. Auf solche Sachen steht der dumme Betrüger. Ja, genau. Du kleiner Bastard, du. Ohne Demos hätte ich dir auch Ah ja. Oh, Landessprache. Interessant. Ja, es ist Timbuktu bestimmt. Was folgt, oder? Olum, sicher, Mama Nachoim. Wo bist du? Hallo. Was ist denn schon wieder? Was willst du denn? So, ich meine will Mutter ficken, Mutter zeigen, meine Schwester. Ja, ja. Ja, natürlich. Sie ist auch sehr dankbar dafür, ja. Du bist der Ficker vom Dienst. Ja, wir wissen. Ja. Ja, die hatte ich letztens schon ausgelacht, weil du gar nicht ficken konntest.
Sag mal, wir haben mitbekommen, wir haben mitbekommen, dass deine Eltern Geschwister sind. Stimmt das? Ja, ne? Och, jetzt mag er nicht mehr. Oh, ich hab aufgelegt. Das war Teil 2 meiner weihnachtlichen Müllentsorgung. Den letzten Anrufer haben wir schon häufiger geärgert, sodass es ihm ein Bedürfnis war, seinen Frust darüber an uns verbal auszulassen. Da haben Ziggy und ich uns natürlich nicht zurückgehalten. Ich hoffe, wir waren nicht zu unflätig in unserer Ausdrucksweise. Im nächsten Sonntagsvideo wird es vielleicht etwas friedlicher werden. Freut euch auf den nächsten Sonntag, denn da kommen 2 Videos. Eins von mir und eins von Bad Luigi zu seinem 500 Abonnenten-Spezial. Bis dahin bleibt mir gewogen und neugierig und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.